Es ist die Geschichte einer großen Heuchelei. Zuerst sitzen deutsche Politiker dem fatalen Irrtum auf, sie könnten Putin schaden, indem sie kein russisches Öl und Gas mehr importieren. Dieser Gedanke, der war etwa so logisch, als würde ein Patient auf der Intensivstation, der am lebenserhaltenden Tropf hängt, zu den Ärzten sagen: Aus Protest gegen den Tropfhersteller verweigere ich ab sofort die Infusion. Wem schadet dieser Patient mehr? Dem Tropfhersteller oder doch am Ende des Tages sich selbst?